Weißt du, was wir brauchen? Erst die Kohle. 100.000. Dann sind wir im Geschäft. Komm schon, was soll der Scheiß? Ich sehe hier eine Menge Muscle Cars, aber ich sehe keine Muskeln. Ellbogen, Ellbogen, Pick Move! Ist das deine? Dein Partner heiratet deine Schwester? Guter Cop, Sex Cop! Corey ist die beste Hochzeitsplanerin in Atlanta. Sie werden Folgendes tun. Lass mich von Ihnen doch nicht einschüchtern. Ich bin ein Cop. Und was machen Sie jetzt? Ich gehe das nur verhören. Mach dich mal groß. Ich hab die Schnauze voll. Auf welcher Geschwindigkeit wird er eingestellt? Die neuen Dealer in Atlanta werden von Antonio Pope aus Miami beliefert. Ich will alles über den Typen erfahren. 2 Tage maximal. Wir stellen ein Team zusammen und erledigen das. Miami und ich darf mit? Komm nur pünktlich zurück, damit ich Mrs. Black Hammer werden kann. Angela, weißt du, wo meine Tangas sind? Sieh mal in meiner Schublade nach. Wow. Oh, die waren in meiner Höschenschublade, nicht in deiner. Wir fahren jetzt erstmal zum Revier und sagen denen, dass wir da sind. Oh, was ist Ihr Problem? Das ist mein Schreibtisch. Oh. Weichteilmanipulation. Detective Peyton. Detective Cruz. Ihnen gebe ich nicht die Hand. Pope schmuggelt die Ware über den Hafen rein. Sie müssen mir helfen, ein paar stichhaltige Beweise zu bekommen. Wie kommen wir unerkannt da rein? Ihr Namen? Prince Admiral Stevie Mutumbe. Und meine 2 Bediensteten. Ich bin nicht dein Bediensteter. Du bist genau das, was ich sage! Ein Zeichen des Respekts. Ich will mein Gesicht nicht. Wir haben Gesellschaft. Oh mein Gott! Hängen Sie ab, Sekunde! Bringst du etwa? Das ist die Macht der Gewohnheit! Die Schwäger sind zurück in der Stadt. Wenn du das noch einmal sagst, schieße ich dir ins Gesicht. Ich brauche dich jetzt hier. Ich werde am Samstag jemanden heiraten. Runter mit der Waffe! Runter, los! Nimm die Waffe runter! Schon wieder? Meine Nerven liegen blank, Mann! Oh mein Gott! Er ist ein Zombie, da hilft nur ein Kopfschuss wie bei Walking Dead! Let's get ridiculous! Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert?